Ich habe mir passend zur EM Fußballsocken gekauft. Richtige Fansocken. Die sind ein bisschen teuer, aber dafür gibt es da auch noch eine Lok dazu. Finde ich super. Hey Leute, ich bin einer der Glücklichen, der dieses tolle Set bekommen hat. Warum einer der Glücklichen? Ja gut, das Modell wurde angekündigt. Nein, halt die Socken wurden angekündigt und die Lok gab es dazu. Den Witz tragen wir durch. Es wurde angekündigt und war dann bei Rocco zum Vorbestellen. Da haben dann die Händler relativ schnell die verfügbare Menge für sich reserviert. Dann konnte man es bei den Händlern vorbestellen und das ging mitunter relativ schnell. Dann waren die ausverkauft. Bei meinem Händler beispielsweise innerhalb von einem Tag. Die gesamte Menge, die er für sich reserviert bekommen hat, innerhalb von einem Tag durch Vorbestellungen ausverkauft. Läuft. Jedenfalls, ich habe es vorbestellt. Anders ist es auch nicht zu empfehlen. Ich habe das Modell bekommen. Es ist die Lokomotive zur Europameisterschaft im Fußball 2024 bei uns hier in Deutschland. Die Lokomotive ist lustigerweise eine österreichische. Die ÖBB haben eine Werbelok für unsere Heim-EM gemacht. Vielen Dank dafür. Finde ich schön, weil die DB hat es nicht hinbekommen. Wir schauen uns das Modell an. Wir schauen uns die Socken an. Wir kriegen eine relativ große Box. Wenn man das mal vergleicht mit der normalen Rocco-Lok-Schachtel, die Länge ist identisch. Wir haben aber mehr als die doppelte Höhe und was auch direkt auffällt, es ist viel dicker. Da ist nicht mehr drin als eine Lok und Socken, es sind aber zum Beispiel dickere Schaumstoffe drin. Wir haben natürlich, wie auch zu erkennen ist, nicht die übliche blau-silberne Rocco-Schachtel, sondern wir haben außenrum wieder einen Pappschuber. Bedruckt mit, im Design von der Lokomotive. Das heißt, wir sehen da schon direkt so ein bisschen drauf. Es geht darum, dass der Fußball Europa quasi vereint. Das ist so die Kernaussage von dieser Lokomotive. Wir sehen so ein bisschen, dynamische Spielszenen. Also man sieht auch auf der Lok im Hintergrund sehr schwer zu erkennen. Es sind halt Füße mit Fußballsocken und Schuhen an, die dann irgendwie einen Ball treten. Ich bin jetzt, mit Fußball habe ich nichts am Hut, also mir ist es relativ egal. Ich finde die Lok trotzdem schön. Und was sich so insgesamt drüber zieht, wir haben immer dieses Kreisemblem mit den Sternen, unschwer zu erkennen, das europäische Banner. Und wir haben so durcheinander, wie quasi ein endlos Band, was irgendwie so ein bisschen hingelegt ist, die Flaggen von den europäischen Staaten, die sich so über die gesamte Lok ziehen und natürlich jetzt entsprechend halt auch hier über die gesamte Schachtel. Und dann halt noch verschiedene Designelemente in verschiedenen Farben, was aber eigentlich grundsätzlich immer irgendwie als entweder als Flaggen erkennbar ist oder es sind irgendwie bunt eingefärbte europäische Sterne oder es gehört halt irgendwie zu den dynamischen Spielszenen dazu. Fußball, europäische Flaggen und die europäischen Sterne. Innerhalb von dem Pappschuber verbirgt sich dann die normale blau-silberne Schachtel. Bis auf die extravagante Größe ist da auch nicht viel anderes dabei. Wie gerade eben schon gesagt, nachdem sie etwas dicker ist, wir haben als die beiden Schaumstoffschichten, die wir da normalerweise drin haben, sind ja immer relativ dünn. Die sind hier deutlich dicker. Also ich finde, das macht schon mal gleich deutlich mehr her. Da sind die Sachen besser geschützt. Und dann haben wir innen drinnen oben einmal die Lokomotive und unten das Objekt der Begierde, die Rocco-Fußballsocken. Blaue Socken mit
dem orangenen Rocco-Schriftzug drin. Wir haben natürlich außenrum eine Pappbanderole. Hinten sind so sämtliche Angaben. Baumwollsocken, okay, 80% Baumwolle, der Rest ist Kunstfaser. Größe 42 bis 46. Yay, die passen mir auf jeden Fall. Sie sind bis 40 Grad waschbar. Die Socken sind bunt. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, es sind eigentlich ganz normale Socken. Also irgendwie jetzt als besondere Fußballsocken würde ich die nicht ansehen. Aber sie machen auf jeden Fall was her. Wir haben natürlich Fußbälle in verschiedenen Größen drauf. Wir haben einen Schriftzug, der ist allerdings lustigerweise auf der Lauffläche. Fußball vereint Europa. Findet sich ja auch im Schriftzug auf der Lokomotive wieder. Und dann haben wir auch in verschiedenen Größen haben wir Fronten von Lokomotiven drauf. Man wird erkennen, das sind nur zwei verschiedene. Das eine, was jetzt hier relativ groß ist am kleinen Finger, könnte ein Taurus darstellen von vorne. Ihm fehlt allerdings das dritte Spitzenlicht. Und das andere, haben wir das irgendwo etwas größer? Nö, eigentlich nicht. Das andere jetzt hier oben relativ klein, würde ich jetzt mal als Baureihe 187 definieren. Oder halt erkennen, ja, so auf den ersten Blick, irgendwie anhand von den Lichtern. Die Baureihe 187 findet sich allerdings bei Rocco nicht im Programm, also vielleicht wollen die uns damit noch was sagen. Die Socken sind auf jeden Fall sehr schön. Ob ich die mal irgendwie tragen werde, weiß ich nicht, weil ich meine, das ist ja gewissermaßen eine Wertanlage. Ach so, ihr wollt die Lok auch noch sehen? Schauen wir uns die Lok doch auch noch an, oder? Können wir gerade noch machen. Die Lokomotive, wie unschwer zu erkennen, beziehungsweise der eine oder andere, oder ihr dürftet sie ja inzwischen alle kennen, es ist ein ganz normaler Taurus von Rocco. Also am Sound hat sich nichts verändert, wir hören ihn uns trotzdem später an. Fahrverhalten hat sich auch nicht verändert gegenüber den anderen Modellen. Was sich auch nicht verändert hat, ist die Verpackung. Ihr habt die jetzt schon bei mir in der Schachtel drin gesehen. Das sah ein bisschen anders aus, wie normalerweise mit dieser Kunststoffhaube da oben drüber. Das Problem ist, sobald man die Lok an der Front zurüstet, also die Scheibenwischer und die Frontgriffstangen, kann man diese Haube nicht mehr draufsetzen, weil die nämlich dann einfach vorne alles abrasiert, was man gerade eben angesetzt hat. Das kann man damit wegwerfen. Die Lok hält aber auch so gut in der Schachtel. Es liegen ja glücklicherweise noch zwei kleine Schaumstoffteile mit dabei. Die steckt man oben unter die Pantographen rein und dann hält das Modell super sicher in der Verpackung. Ohne die Haube obendrauf. Braucht es nicht. Das Modell an sich ist interessant, beziehungsweise quasi das nachgebildete Vorbild ist interessant. Und wir haben auch ein paar neue Änderungen am Modell, die sich ja so im letzten halben Jahr in der Vorbild der Lokflotte ergeben haben, wurden umgesetzt. Wir schauen die uns an, etwas näher, vielleicht wenn der Hintergrund etwas heller ist, weil das Modell selber ist sehr dunkel gehalten. Schau mal einfach, dass wir das hinbekommen, dass ich euch das alles zeigen kann. Werfen wir als allererstes mal einen Blick auf die Lackierung. Wir haben zwei unterschiedlich gestaltete Seiten. Auf der einen Seite haben wir den Satz Football Unites Europe, also Fußball vereint Europa, der sich auch vorne auf der Packung wiederfindet. Und dann, ja, wie vorhin schon gesagt, es sind im Hintergrund vielleicht etwas schwer zu erkennen, eben diese sogenannten dynamischen Spielszenen, also quasi Füße, die Bälle treten. Und wir haben so ein Wirrwarrband, das sich durchzieht mit verschiedenen europäischen Flaggen. Auch wieder zu finden sind immer wieder so angedeutete, ja, Teile vom europäischen Kreis aus den Sternen. Auf den Seiten ist er immer relativ groß. Jetzt weiß ich nicht, ist das die Seite, wo schon zwei Kreise drauf sind, oder ist es dann die andere? Wie gesagt, unterschiedliche Seiten. Wir drehen einmal rum. Auf der einen Front
haben wir einfach nur quasi die untere Hälfte vom europäischen Sternenkreis. Das ist jetzt die andere Lokseite, ebenfalls mit dynamischen Spielszenen, ebenfalls mit einem Flaggenband, das sich durchzieht, aber an der Stelle Football crosses borders, also Fußball überwindet Grenzen. Das heißt, Europa auch hier wieder wächst zusammen durch die EM. Und dann noch die zweite Front. Meiner Meinung nach die schönere. Wir haben unten quasi an der Kupplung startend die beiden Flaggen. Einmal die österreichische, einmal die deutsche. Man könnte da meinen, das eine wäre die rumänische Flagge, weil man das schwarze Band von der deutschen Flagge sehr schwer sieht und dafür fällt aber sofort das Blau daneben auf. Das Blau gehört allerdings zur Grundfarbgebung von der Lokomotive. Die österreichische Flagge ist drauf, ja, ganz einfach, es ist eine österreichische Lokomotive. Wieso sollten die nicht ihre eigene Flagge draufsetzen? Die deutsche Flagge ist natürlich drauf, weil die Fußball-EM 2024 in Deutschland stattfindet. Und das dann natürlich schön gemacht. Die österreichische Flagge geht auf die eine Seite und startet da quasi dieses draufgelegte Flaggenband. Die deutsche Flagge geht auf die andere Lokseite und startet da wiederum das Flaggenband, das sich über die Seite zieht. Außerordentlich schön gelungen. Wie gesagt, mir gefällt das Design, mit Fußball habe ich ansonsten nichts am Hut, aber die Lok wollte ich trotzdem haben. Soweit zur Farbgebung. Jetzt schauen wir uns mal das technische Vorbild vom Modell an. Weil das ist, interessant. Was direkt auffällt, es ist irgendwie kein gewöhnlicher Taurus, weil wir haben hier unten zwischen den Drehgestellen diese graue Schürze. Das haben schon nur einige wenige Railjet-Lokomotiven. Genau genommen nur die Railjet-Lokomotiven, auch mit Schweiz-Zulassung. Wir sehen, es ist auch der dritte Stromabnehmer auf dem Dach, mit dem schmalen Schleifstück für die Schweiz. Als Railjet-Lokomotive kann man sie noch an ein paar weiteren Punkten erkennen. Das eine Mal hier unten ist der rote Schienenräumer drin, auf der anderen Seite ist er schwarz-grau. Wir haben die Pufferbohlenverkleidung hier in schwarz-grau. Hier drüben ist unten dieses graue Band. Das findet sich auf den Railjet-Loks immer so. Es tut mir leid, ich habe in Railjet-Farben keine 1116, sondern nur eine 1216, aber die Lackierung ist die gleiche. Schwarz-graue Pufferverkleidung, roter Schienenräumer, schwarz-grauer Schienenräumer und an der Pufferverkleidung unten das graue Band. Das wiederum, nämlich in der Lackierung, sich dann in den Wagen fortsetzt. Die Wagen haben ja dann unten im Fahrwerksbereich sind die grau lackiert. Das heißt, dieses Grau muss schon an der Lokomotive quasi starten. Und es passt auch hier. Es passt natürlich hier noch etwas besser, weil wir jetzt nämlich auch hier unten schon die graue Schürze haben. Jetzt stellt man sich mal diese Lokomotive in Railjet-Farben vor. Okay, dann wäre es natürlich nicht mehr die Werbelok. So, weil ich sage, schwarz-graues Fahrwerk vom Railjet. Die normalen Tauri sind an der Stelle natürlich Umbra-grau. Das ist ein deutlich helleres Grau. Daran kann man es auch schon erkennen. Und was bei diesem Modell jetzt auch umgesetzt wurde, es ist so eine Vorbildsituation, die sich, ich meine, es war irgendwie im letzten halben Jahr hat sich das erst ergeben. Also zumindest war das da, wo ich erst Bilder davon gesehen habe und so richtig mitbekommen habe, was da eigentlich passiert ist. Der Taurus ist eine Mehrzwecklokomotive. Der kann alle Arten von Zügen ziehen. Der kann schnelle Personenzüge fahren, der kann im Regionalverkehr eingesetzt werden, wo er immer wieder schnell beschleunigt und dann kurz darauf wieder abbremsen muss. Und er kann schwere Güterzüge ziehen. So eine Mehrzwecklok, die lebt quasi am längsten
optimal, wenn man sie in allen Bereichen einsetzt. Was bei der ÖBB bislang ja auch, oder halt bis vor Railjet-Zeit, echt gut lief. Wenn man sich mal so die Einsatzpläne von den Loks da angeguckt hat, oder was heute ja auch noch möglich ist, wenn man zum Beispiel irgendwie Werbeloks guckt, wo die rumfahren, die fahren vor allen Arten von Zügen. Das heißt, die werden da mal irgendwie ein paar Tage im Regionalverkehr gefahren, dann fahren sie mit einem Schnellzug in die nächste Stadt, fahren von da ein paar Güterzüge. Es wechselt bunt durch. Das ist fürs Lokleben optimal, weil die Lok nicht einseitig abgenutzt wird. Außer die Railjet-Lokomotiven. Die fahren natürlich seit Anfang von der Railjet-Zeit diese 50 Loks, also 11, 16, 200 bis 250. Die haben prinzipiell ihre eigene Railjet-Garnitur, an der sie im Normalfall immer dranhängen. Und damit fahren die quer durch Österreich und in manche Nachbarländer. Tagtäglich. Es hat sich dann halt so irgendwie im, ja, ich meine, es war letztes Jahr, das Problem ergeben, dass die Loks gerade auf der Westbahnstrecke zwischen Wien und Linz, wo sie auf lange Strecke mit ihrer Höchstgeschwindigkeit fahren, da wurden die sehr warm. Und das war etwas problematisch für die Lokomotiven. Da sind relativ viele ausgefallen. Da konnte man eine ganze Zeit lang sehen, da waren viele normale rote 1116er in Railjet-Diensten, weil halt die Railjet-Loks viel in der Werkstatt waren. Es gab eine Lösung dafür. Das hat man im Dachbereich gemacht. Was jetzt direkt auffällt, das Dach ist weiß. Früher war das bei den Railjet-Loks, war das Dach umbragrau. Wenn man das Dach natürlich weiß lackiert und die Sonne scheint da drauf, eine weiße Fläche heizt sich nicht so auf wie eine schwarze oder eine dunkelgraue Fläche. Optimal. Damit schon mal einen Hitzefaktor, ja, mehr oder weniger ausradiert. Das Dach wird natürlich verdrecken durch den Abrieb von der Oberleitung. Ja, aber wenn man es wieder wäscht, ist es wieder weiß. Und das andere, tja, das ist jetzt wahrscheinlich etwas schwer zu erkennen. Wir haben neue Lüftergitter in den Dachschrägen. Und zwar an den Stellen, wo hier oben auf dem Dach die Lüftergitter sind, sind in den Schrägen drin jetzt neue Lüftergitter angebracht, die den Maschinenraum etwas runterkühlen sollen. Haben die normalen roten Taurus, haben das nicht, dieses Lüftergitter. Das haben tatsächlich nur diese 50 Railjet-Lokomotiven erhalten, die halt eben so stark genutzt werden und dieses Hitzeproblem haben. Das Lüftungsgitter hier ist im Modell tatsächlich graviert, das heißt, da wurde die Form geändert. Es ist jetzt nicht so, dass das nur irgendwie aufgedruckt ist. Das finde ich schön, weil jetzt haben wir plötzlich zwei verschiedene Formen für die modernisierten Railjet-Lokomotiven sowie für alle anderen Tauri. Super, wer weiß, was da noch in Zukunft kommen mag. So, dann zu den technischen Details vom Modell. Dazu kann man es eigentlich direkt von unten angucken. Wir haben jetzt natürlich hier wieder das Dreileitermodell. Das heißt, wir haben einmal den Schleifer und wir haben beim Dreileitermodell drei angetriebene Achsen, davon zwei mit Haftreifen. Zweileitermodelle haben vier angetriebene Achsen und nur eine mit Haftreifen. Das heißt, wir haben wieder mehr Zugkraft. Juhu! Wir haben hier eine Railjet-Lokomotive und wer weiß, normalerweise hat der Railjet diese Sonderkupplung, die stromführende Kupplung. Bei dem Modell hier ist jetzt direkt sichtbar, da sind zwei ganz normale Normschächte drunter. Da ist nichts mit elektrischer Kupplung. Dafür liegt dem Modell der Railjet-Kupplungsadapter bei. Das ist der Sonderadapter, der sich einfach in den Normschacht einstecken lässt, anstelle von der normalen Kupplung. Und da kann man dann seinen Railjet an die Lok anhängen. Jetzt habe ich den direkt hier drüben beim roten Schienenräumer, quasi eigentlich an der designtechnischen Front vom Zug eingesteckt. Wieso das? Ganz einfach.
Railjet Design, holen wir uns die Lok nochmal her, ist so gehalten, dass Führerstandsseite 1 normalerweise die Seite ist, die an den Zug gekuppelt wird. Führerstandsseite 2 ist die, die quasi dem Zug zum Ende hin zeigt. Bei den Modellen ist es allerdings so, dass Führerstandsseite 1 bei der Lok vorne ist. Das heißt, da sitzt auch normalerweise dann der Schleifer. Die Railjet-Loks von Rocco waren da bislang immer diese Ausnahme, weil die nämlich dann irgendwie intern schon gleich so verkabelt wurden, dass Führerstandsseite 2 quasi die Front oder halt die designtechnische Front von der Lokomotive dann auch vorne ist. Das heißt, die Railjet-Loks fuhren bislang immer so vorwärts, dass der Schleifer am hinteren Drehgestell war. Das ist bei der Maschine jetzt nicht der Fall. Da ist ganz normal Führerstandsseite 1 vorne, weil da sitzt bei mir ja auch der Schleifer. Das heißt, wenn ich die Lok das erste Mal auf Gleis stelle und sie losfahre, dann fährt sie in diese Richtung davon. Damit ist hier hinten, dann kann ich hier auch einfach meinen Zug anhängen. Und wenn man sich das Vorbild mal anguckt, irgendwie so vom Gefühl her, hängt der Railjet eigentlich hauptsächlich an der falschen Seite von der Lok, so gesehen. Ist aber nur so ein Gefühl, es kann täuschen. Weitere spannende Frage: Was haben wir denn eigentlich für Einsatzmöglichkeiten für die Lokomotive? Ich habe euch gerade eben schon gezeigt, die ganzen Gründe, ja, die dafür sprechen, dass die Lok als Railjet-Lok erkennbar ist. Dementsprechend sind dann halt auch die Einsatzzwecke. Ja, okay, gut, ich habe vorhin mal noch ein Bild gefunden von einem Nightjet. Das sieht natürlich traumhaft aus. Die dunkle Lok dann vor dem eigentlich dunklen Zug passt. Andererseits ist es halt das, wir haben hier eine Railjet-Lokomotive. Wir haben eine Railjet-Lokomotive mit Zulassung für die Schweiz und Ungarn und noch ein paar andere Länder. Also an sich sind diese Loks dafür verwendet, die Railjet-Züge unterm europäischen Wechselstromnetz auf den Railjet-Linien von Österreich zu fahren. Das heißt, die Einsatzmöglichkeiten von der Lok beschränken sich darauf. Jetzt hat natürlich Rocco gerade passend zu der Lok nicht die dazugehörige Garnitur ausgeliefert oder halt angeboten. Das heißt, hier gilt jetzt halt der Satz, man nehme einen Railjet, wenn man einen hat. Fertig. Hören wir uns den Sound an. Es freut mich, wenn ihr bis hierhin am Video dran geblieben seid und das angeschaut habt. Es hat sich gelohnt. Es ist eine wunderschöne Maschine. Ja gut, es ist wieder mal ein Taurus, aber es ist ein Taurus mehr für die Sammlung.
schöne Lackierungsvariante. Was mich besonders daran freut ist, ich habe das Modell bekommen, solange die deutsche Nationalelf noch im Turnier ist. Ja, haha. Was mitunter aber auch daran liegt, dass wir Deutschen es dieses Mal mal irgendwie wieder aus der Hauptrunde rausgeschafft haben und mal wieder im Achtelfinale stehen. Wenn dem nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre die Maschine zu spät. Die Zweileitermodelle wurden irgendwie etwas früher ausgeliefert. Die kamen schon vorm Start von der EM in Handel. Das Dreileitermodell scheint tatsächlich erst jetzt, in irgendwie, ich glaube, der letzten Woche oder sowas, ausgeliefert worden zu sein. Folglich habe ich die jetzt schon. Wir schauen mal, wie das Turnier so ausgeht. Mir ist es egal, solange die Deutschen gewinnen. Wahres Highlight sind natürlich trotzdem die Socken. Ich danke euch fürs Reinschauen und wir sehen uns dann demnächst, sehr bald schon, mit dem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's es gut. Ciao.